Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream, ne? Heute wieder Tiny Tina nach einer längeren Zeit. Irgendwie fehlt sie ein bisschen am Ton. Habe ich das Gefühl. Ah, schon viel besser. Beim letzten Mal waren wir in dem Schlumpfwald, beziehungsweise so nenne ich den mal. Wir waren in Schlumpfhausen und haben denn nicht komplett alles abgeschlossen, was ich gerne heute machen würde? Also nebenbei, für YouTube ist das jetzt auch mal so angerichtet. In Zukunft, wenn die Streams hauptsächlich nur noch aus Nebenfolgen, also Nebenquests bestehen und diese nicht interessant sind, dann landen diese nicht auf YouTube. Dieser wird auf YouTube landen, aber darauf folgende nicht. Also heute wird es höchstwahrscheinlich nur Nebenquests geben. So, Oberwelt. Da würde ich gern einmal hin. So. Ich habe immer noch Fragen über Fragen, die nicht beantwortet werden. Danke, dass du mir reingeredet hast, Tina. Da habe ich meinen Text kurz vergessen. ja, ich wollte in dem Wald nochmal zurück, ne? Und falle erstmal ins Wasser. Ich falle da zweimal rein. Ich falle da dreimal rein. Perfekt. Ich versuche natürlich wie immer auf den Chat ein bisschen zu achten. Ich lasse den ab sofort auch so drin, dass die Zuschauer von YouTube den auch sehen. Weil bei manchen Spielen lasse ich den raus. So, war es der Splittergarten-Hügel? Ich glaube nicht. Ich meine, der Ort, da war es. Schluchzende Moder, 40%. Sagt er sogar schon aus, wie viel ich gemacht habe. Ein toller Patron. So. 40% haben wir gemacht. 60% fehlen noch. Und ich muss schon sagen, die Schlumpfstory vom letzten Mal, die hat mir irre gut gefallen. So, dann gucken wir mal Nebenquest. Ich weiß jetzt nicht, welche von denen sind hier alles. Hier, Ritterpflichten auf jeden Fall. Musste kurz überlegen, was für Waffen ich überhaupt habe. So. Wir haben ja auch noch einige Würfel zu finden. Hallo, meine Pilzgefährten, ich habe euren Bruder bei mir. Los, hol sie dir. Ich mach die anderen. Ich habe das Gefühl, Gift ist hier nicht die beste Wahl. Feuer ist hier, glaube ich, viel bessere Wahl. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich nehme Feuer. Ach ja, ich kann ja jetzt eine Drittwaffe nehmen, ne? Das habe ich, glaube ich, letztes Mal so knapp gegen Ende freigeschaltet. Das habe ich im Nachhinein halt so gesehen. Weil man, da kann die Waffe doch eigentlich dabei bleiben. Da habe ich drei Waffen, zwischen denen ich die ganze Zeit wechseln kann. Darunter steht der Raketenwerfer. Ha, so viel schönes Geld. So, wo finden meine Questen hier statt? Einmal kurz auf Karte. Da, man sieht's auch, ich habe hier nicht mal die Hälfte von dem Gebiet erkundet. Müssen auch mal gucken, was es hier im Shop gibt. Ein paar schöne Fähigkeiten. Ich vergleiche mal eben kurz. Den nutze ich zurzeit. Sind keine Sporenhüterfähigkeiten, ist das Ding. Das sind Sporenhüterfähigkeiten. Ich vergleiche gerade. Bewegungsgeschwindigkeit und kritische Trefferzauberchance wäre jetzt richtig gut. Also, das ist Ich kann mir das komisch. Ding eh nicht leisten, sehe ich gerade.
Bin eh kein Berserker. Nö. Tatsächlich nicht. Okay. Alles, was da drin war, war zum Kotzen. Beziehungsweise unnütz. So, da ist das. Hier ist ein Schatz. Oh. Das findet dort hinten statt. Ist sogar ein bisschen näher. Trifft die Zahnfee, die ist auch dort in dem Gebiet. Und das ist in einem komplett anderen Gebiet. Okay, alles, was ich zu tun habe, ist in einem Gebiet, wo ich noch nie vorher war. Perfekt. Ich ignoriere einfach mal die Pilz-Soldaten. Ich konzentriere mich heute auch nur auf die Nebenquesten, hier in dem Schluchzenden Moor. Und eventuell die anderen Nebenquesten. Tschüss. Das Fass braucht keiner. Böse. Markiere ein Ziel zum Ausschalten. Braver Bild, das mir hilft. Oh, ein Glückswürfel. Wie habe ich den nicht gesehen? Ein Moment. Baby. Habe ich jetzt mal für Tina übernommen? Oh. Verkauft. Oh, Geld. Sonst noch welche? Hm. Loot. Ja, die Glückswürfel finde ich eh nie. Im Ernst. Ich habe bisher in keinem Gebiet alle gefunden. Hm. Hier war ich also noch nie. In diesem wunderschönen Gefilde. Was mich hier wohl erwarten wird. Die Zahnfee auf jeden Fall. Komme ich irgendwo runter, ohne mir die Beine zu brechen? Nö. Doch, da vorne käme ich runter. Ach, machen wir es einfach so. Die Zahnfee ist auch nur ein Kobold. Meine Güte, was für schöne... Die Zahnfee ist ganz schön verkommen. Wenn du ein paar davon entbehren kannst, zahle ich einen guten Preis dafür. Kannst du von jemand anders die Zähne nehmen? Einer Zahnfee helfen? Sag, akzeptierst du nur eigene Zähne oder gehen auch andere? Streng genommen ja. Aber sagen wir mal so... Wenn du Zähne in meine Sammeltruhe wirfst, werde ich keine Fragen stellen. Super. Also nur Zähne zu sammeln? Das klingt nach leicht verdientem Geld. Schon, aber wo sollen wir einen Haufen Zähne herbekommen? Komm schon, Mädel. Was hat viele Zähne, muss aber nie essen. Skelett! Klingt nach Zahltag. Jo, das klingt gut. Für ein wenig extra Spaß könnt ihr diesen Pennern aufs Maul hauen und erfrickle Zähne. Okay. Und wo finde ich hier Skelettis? Da ist Skeletti. Ich nutze natürlich Feuer gegen Lebewesen, die keine Haut mehr haben, ne? So. Ein wer ins Gesicht treffen, heißt es. Guck mal, hab die Zähne doch schon. Es würde mir wirklich helfen. Ich muss sie so oder so verkloppen, ne? Quote zu erfüllen und bin ziemlich im Rückstand. Komisch, dass du Geld gegen Zähne tauscht. Wozu das Ganze? Gute Frage. Du normalen Feenkram. Ich flüstere sie in die fantasievollen Träume der Kinder und... Das ist ein geheimer Fetisch. Kann doch egal sein. Hm. Hat noch jemand bemerkt, dass er irgendwie ausweichend war? Hallo. Ja, hab ihn gefunden. Oh, hi. Wo kommt ihr denn her?
Die nehme ich mal mit. Manni, lass mich doch mal kurz. Kann ich ja nichts einsammeln. Und schlag zu dem Wiegengesang aus Stahl. So, hab noch mehr von den Zähnen gesammelt. Ich soll auf seinen Pilzen Schmetterangriff machen, auf welchen? Den nicht. Ja, ja, ich komme sofort. Ich hau dich weg. Sofort. Pam. Das ging easy. Nein. Du bist der Knappe. Einfach mit den Raketen rein. Bam. Schieß. Ja, ich merke, wie du mir den Arsch versohlst. Indem ich dir den Arsch versohle. Ist der eigentlich ein Skelett-Heini? Gut, dass ich eine Giftwaffe habe. Easy. Ich muss sammeln. Halt die Klappe, Clappy. Ich muss gleich auch meine Waffe einmal wechseln. Aber das habe ich getan. Ach, Clappy. So, erstmal Nahkampfwaffe wieder wechseln. Welche hatte ich denn? Ich glaube, den Hammer hatte ich ausgerüstet. Aber das Schwert wäre sogar besser, glaube ich. Nee. Den Raketenwerfer würde ich gern gegen ein Scharfschützengewehr, glaube ich, tauschen. Weil das ist tatsächlich nicht so krass. So, natürlich gucken, ob wir ein besseres Scharfschützengewehr als das hier haben. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Nach Typ sortieren. So, hier ist Scharfschützengewehr. Ich glaube, meins ist besser. Also, ich benutze schon mein Bestes. Ja, ja. Das ist ein schönes Schwert. Ja, träum weiter. Auch eine Möglichkeit, ne? Ich muss noch mehr Zähne noch sammeln nebenbei. Kann ich auch mal machen, ne? Ich habe Frischfleisch entdeckt. Das Tschüss. Hat eine weitere Seite gezupft. Mein Fußknochen passt genau auf deinen Arschknochen. Schön, dass der da drauf passt. Ich glaube, mein Scharfschützengewehr passt viel besser in euer Gesicht. Wo sage ich mehr wie eine Rifle ist.
So, jetzt muss ich ja mit Zähne sammeln. 25 haben wir, 32 brauchen wir. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Ja, sehe ich. Ich sehe, wie erledigt ich bin. Fantastisch. Noch mehr? Du willst einen ganz besonderen Zahn, stimmt's? Hätte ich da eine exotische Aufgabe. Endlich! Ich warte schon lange auf eine Aufgabe. Ich zeichne die Stelle auf deiner Karte ein. Mit Feenmagie. Ein unangenehmer Gestank erfüllt die Luft. Ihr kennt diesen Geruch. Ich will einfach nur gucken, was da ist. Ach ja? Ich nicht. Ich tippe mal auf Kobolde. So, was finden wir hier drin? Das Ende naht! Ich brauche ein besseres Scharfschützengewehr. Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwecken, oder? Oh, so schöner Loot. Inventar ist voll. Wieder aufgeladen! Natürlich ist Inventar voll. Einfach Müll wegwerfen. Das habe ich schon. Ich glaube, das kann weg. Ich gucke gerade auf die Preise. Das ist nur 200 wert. Das ist nur 140 wert. Muss noch was weg? Nein. Passt so. Aber hier ist noch was Lilanes. Ist ja nicht mal wirklich gut verkaufbar, oder? Ich habe das Falsche wieder aufgehoben. Ich wollte genau das weghaben. Ich sollte das eventuell nach Seltenheit sortieren. So. Ist das praktisch? Einmal kurz ausprobieren. Ach, das ist so eine Kacke. Nee. Einfach nur nee. So, ist hier auch noch irgendwo so ein kleiner Würfel für mich versteckt? Rein zufällig. So ein richtig schön saftiger, goldener Würfel. Sie ist echt nix. Okay. Gerade hier hätte ich halt was vermutet. Naja. Kann ja nicht überall ein Schatz sein, ne? Und jetzt am Ende stellt sich raus, da wäre doch was. Ich bin einfach nur blind. Kann ich eine Schnellreise einfach dahin machen, wo ich was verkaufen kann? Weil ich muss mal unbedingt mein Inventar leeren. Das brauche ich nicht. Ich nehme es und nicht für einen Heller mehr. Weg, weg. Das wird so nützlich sein. Hier gucke ich halt erst, ob es noch nützlich sein könnte. Bei Blau. Darunter ist eigentlich egal. Hatte ich das letzte? Egal. So, dann mal gucken. Wo werde ich denn jetzt hin verlangt? Da. Okay. Direkt mal gucken, wo ich diesen König finde. Der ist auch dort in der Nähe.
Die? Auch findet ja fast alles beim selben Ort statt. Ich sehe sofort, wer den Follow dagelassen hat. Dann danke ich dir auch dafür. Danke, Kiriski, für den Follow. Lasst euch mal in Ruhe, meine Pete-Freunde, okay? Ich habe nämlich andere Dinge zu tun. Hab nichts gesagt. Böse Pete. Da ist nichts mehr übrig. Und da war wieder so ein Pilz. Das habe ich doch gesehen. So, wo ist die eine? Hallo, Kobold. Renn. Die Schlümpfe waren bisher das Interessanteste hier in dem Sumpf. Wer hat auf mich geschossen? Warst du das? Hast du auf mich geschossen? Ich frage dich, weil ich nicht zielen kann. Da war doch noch einer irgendwo. Ja. Wenn du dich kloppen willst, bitte. Aua. Böser Kobold. So, jetzt muss ich aber zu dieser Nistrella. Oder wie die heißt. Kann ich das abschießen? Ja, kann ich. Das macht Buben. Okay, hat mich halt interessiert, weil das so schön geleuchtet hat. Hey, wer seid ihr denn? Ist das der König? Nee. Wer seid ihr? Hallo? Habe ich irgendeine Nebenquest, die mit euch zu tun hat? Scheinbar nicht. Aber mit der, da habe ich zu tun. Bist du Mittel genug, uns zu helfen? Ja. Ich bin Sinistrella, Frontfrau der Talons of Boneflesh. Ja, so siehst du auch aus. Geheiligt sei sein finsterer Name. Wechsle ich gerade die Seiten? Das ist die Metalband der Welt. Aber unsere Outfits und Instrumente bringen das noch nicht rüber. Sie brauchen mehr Spikes und Hörner und so. Vielleicht kannst du uns damit helfen. Wie wäre es mit natürlichem Material? Holz oder so. Es muss aber böses Holz sein. Woran soll ich jetzt erkennen, ob der Baum böse ist? Ein böser Baum also? Das klingt interessant. Ja, yeah. Es soll da diesen gottlosen bösen Baum irgendwo im Wald geben. Vielleicht findest du ihn ja. Wir brauchen dringend neue Klamotten und Instrumente, die Metal schreien. Ich kann's kaum. Da bin ich dabei. Mit den neuen Sachen, ich will beim ersten Album dann aber mitmischen. Wir zeigen diesen Posern von Playground Apocalypse, wer hier wirklich Metal ist. Meinst du die da drüben? Du jammernder Kackfleck. Okay, ein Bandbattle ist das hier. Du empfindlicher, verwöhnter, möchte gern Metal Poser. Ich lass die sich mal streiten, ne? Die streiten lassen und ich gehe weiter. Das ist ein sehr schöner Baum. Super, duper, mega böse aussehenden Baum. Und er blutet und er ist wie. Ich wollte gerade sagen, sieht doch gar nicht aus wie ein Skelett. Sieht böse aus. Ein böser Baum. Na, sieh mal einer an. Um ihn herum stehen lauter Skelettmagier. War ja klar, dass sie irgendwann angreifen. Verteidigt die Wurzeln, die blutigen Wurzeln. Warum genau versuche ich mit einer Feuerwaffe gegen Skelette anzustinken? Man geht nicht einfach so. Oh. Geld. Böses Skelett. Böse. Was ganz böse. Zyklon, das wäre ohnehin genug.
Ich sollte mal eben kurz so eine Waffe wechseln, die Eis inne hat. Zumindest bei der hier. Habe ich eine Eiswaffe? Ich habe keine Eiswaffe. Und dann sitzt nämlich auch keine gute Waffe dabei. Autschen. Das war nicht nett. Dem bösen Baum machen eure lächerlichen Fernangriffe nichts aus. Ihr müsst wohl näher ran, um es dem bösen Baum... Ja, ich zeig's dem bösen Baum. Wieso blühtet der böse Baum? Blutet der Baum etwa? Das ist voll Mette. Das ist höchst interessant. Moment. Blutet das Holz immer noch, nachdem es vom Baum gehackt wurde? Wie kann das sein? Ja, das sollte gehen. Sogar mehr als das. Mich würde auch interessieren, warum der Baum blutet. Okay, die Nebenquest, die war easy. Wie sollen wir es nennen? Hier bitte. Ja, ich spüre es. Unser finsterer Dämonengott Zygaxis ist zufrieden. Seht nur, wie er uns mit krasser neuer Ausrüstung segnet. Heil Zygaxis! Ich will beim ersten Album mitmachen. Danke. Wir belohnen dich mit einem Song. Mach deine Ohren und deine Seele bereit. Achtung, laute Musik eventuell. Geheiligt sei sein finsterer Name. Ihr spürt, wie die finstere Macht der finsteren Akkorde böse in eurer Herzseele erklingt. Ist doch kein Metal. Das hast du prima gemacht. Die Macht des Metal beschwört die Toten. Das war kein Metal. Na schön, wir sollten das womöglich aufhalten, oder? Ich höre zwar kein Metal, aber selbst ich weiß, dass das kein Metal war. Du meinst die Box. Was für ein dämliches Wort. Warte mal, wenn ich schon die Zeit habe. So, das gönne ich mir einmal. Und dann... weniger Abklingzeit. Soll ich die jetzt kaputt machen? Nee. So langsam müsstet ihr es doch begreifen. Noch ein Fall, der den Pilz zum Opfer weckt. Guck mal, man hätte die beiden Dinger doch miteinander verbinden können. Diese Fans werden langsam echt aggressiv. Echt jetzt? Warst du doch nie in einem Mauspit? Sowas von Aggro. Im Ernst, das ist doch kein Metal. In 100 Jahren nicht. Klingt eher wie eine Ballade. Euch bringe ich noch richtige Musik bei. So, wo sind die Lautsprecher? Da und da. Die werden bestimmt bewacht. Sehe ich. Es ist natürlich schlau, sie abzufackeln. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, Gift ist hier tatsächlich sogar effektiver. Eine neue Anpassung kann ich direkt nutzen eigentlich. Wollt ihr euch auch beteiligen? Warte mal, ich hau sogar noch einen rein. Oh, einige der Untoten scheinen in ihren Todesschlaf zurückzufallen. Ja. Aber die Band wird so ein bisschen eisig sind sie zurückgegangen. Verteidigungszeit! Das Verteidigungsding! Ja, mach ich. Keine Sorge, bin schon dran. Und mein Pilz futzt sie weg so lang. Dieses Pass funktioniert super. Kalons of the Bone Flesh. Das ist auch so ein Name. Ich würde es in Real Life niemals hören.
deinem unheiligen Namen. Unser Song war so Metal, dass wir die Toten erweckt haben, Leute. Ich glaube, daran lag's nicht. Ich meinte, ja, das war verdammt cool oder so. Ihr stinkt! Ja. Nein, ihr stinkt, Archon! Lady Infernum nicht. Ich mach das. Ach ja, wir haben gerade die Toten auferstehen lassen. Was habt ihr so drauf, du Kacklappen? Jetzt sehe ich erst, wie sie das Holz benutzt haben. Dann brauche ich nur die Hilfe des Abenteurers. Oh, schön. Na los, hilf ihm. Das wird amüsant. Okay, jetzt muss ich denen helfen. Wie schön, dass ich drei Nebenquests gleichzeitig mache. Wir sind Plague Rider Apocalypse. Und du kennst uns bestimmt. Wir sind Klingt ihr mehr nach Metal als die anderen? Ich fasse es nicht, dass du diesen Losern von Talents of Boneflesh geholfen hast. Aber hey, ich mach sie mit echter schwarzer Magie fertig. Ich habe diese Seite aus dem Grimoire meiner einer mächtigen Hexe gestohlen. Der Zauber heißt Höllenhammer. Du musst nur die magischen Reagenzien dafür besorgen. Hier, nimm. Das kann ich wahrscheinlich nebenbei machen. Ich gehe davon aus, dass ein Abenteurer deines Kalibers keine weiteren... Ich überlege gerade, ne, über diese Zutaten. Wie zum Beispiel soll ich die denn sammeln? Erforderlichen Reagenzien. Und ich habe es daheim mit geeigneten... Nee, mal im Ernst. Okay. Ich kann so rumgehen und hier das einsammeln. Versucht. Davon ist aber nur mein Frühstücksgebäck verbrannt. Es ist ein sehr interessantes Rezept halt. Endlich! Aua! Eine Stimme im Chor der Gewalt. Nicht nett! Böse! Böse Pilze. Nur mein Pilz ist nett. Der mit dem Gegner, glaube ich, gerade danced. Das machst du gut. Mythologische Kriegsführung. Das ist psychologisch, den Kriegsführer mit dem Pfutz. Oh, da oben ist ein Würfel. Da unten wahrscheinlich auch. Nein, aus. Böse Pilze, böse. Ich war kloppig. So, mal kurz gucken. Wie käme ich da dran? Kann man von der Seite irgendwie da lang klettern? Ja, könnte man. Sofern ich da oben überhaupt erst rankomme. Kurz gucken. Hier sind Pilze, wo ich hochkäme. Käme ich hier generell auch hoch? Skelette, versammelt euch! Tschüss. Ich habe gesehen, wohin du nun gehst. Das Problem ist, ich habe keine Eiswaffe. Muss ich dringend demnächst ändern. Gut, dass ich so ein Meisterschütze bin. Hä? Interagieren? Ich habe einen dunkelmaffigen Gifass geöffnet. Funktioniert schon so. Ah, das ist das, was ich holen wollte. Sie sonst noch irgendwas zu mitnehmen? Mit der Schachclub-Trophäe meines älteren Bruders versucht. War ein Seher. So ein Weichei. Ich hasse ihn. Schnell. Jetzt werde ich meine Rache down bekommen. Gerade so noch.
Mal kurz auf die Karte gucken. Wie soll man denn da drankommen? Kann ich hier irgendwie hochklettern? Ja, kann ich. Tja, fress Pilzfürze, ihr Arschgesichter! Sind das nicht eher Pilzgesichter? Kommen die einfach um die Ecke. Wirklich. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Ja. Ungefähr. Da ist die Richt. So, wo ist der Pilz zum Draufhüpfen? Da vorne. Das war einfach nur ein Weg zu einer Kiste. Den Sprung schaffe ich doch nicht. Den Sprung schaffe ich nicht, oder? Ah, man kann aber hier drauf rumlaufen. Okay, passt. Ich will halt unbedingt den Würfel haben. Hier in der Nähe ist ein Schuss. Oh, ein Amnesiak. Heute wollte schon wieder ein Lustdämon von mir Besitz ergreifen. Sie versuchen immer Halbdämonen dazu zu bringen, Volldämon zu werden. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Don hat ihn vertrieben. Nun, er ist gestolpert und aufgefallen. Aber das Ergebnis zählt. Ich sagte ihm, er wäre mein Held. Das Geld ist schon mal unten. Mission erfüllt. Okay. Ich habe das legendäre Schwert gefunden. Ich würde gerne nochmal darauf klettern. Einfach schon, um zu gucken, was in der einen Ecke gewesen wäre. Also über die einen Pilze erreichbar. Die hätte mich doch auch irgendwo hingeschleudert. Wo eventuell hätten sie mich nur an die eine Stelle befördert, wo ich gerade eh gelandet bin. Okay, hier unten ist kein weiterer Würfel. Gut zu wissen. Hätten wir es auch geklärt. So. Archer ist da. Und der Geruch ist direkt hier oben. Dann mache ich den Geruch jetzt. Es sind Kobolde! Klugscheiße. Ja. Heldenhafte Heldentaten beiseite. Können wir zu dem Teil zurückkehren, wo wir Zähne für Geld sammeln? Und dein Punkt ist? Mein Punkt ist, es sieht aus, als würden wir für diesen Typen Besorgungen machen. Skelettzähne, Koboldzähne, das ist eine sehr spezifische Liste von Zähnen. Ziemlich verdächtig, würde ich sagen. Hey, das ist eine Quest, ein verdammter Test. Ist ja schon gut. Ich will doch nur die scheiß Zähne einsammeln. Da liegen 10.000. Ha, ich hab sie. Zumindest an der einen Stelle. So. Noch mehr Zähne. Ries. Da ist auch noch ein Zahn. Geh schnell in das finstere Jenseits. So, wieder ein paar Zähne gefunden. Ich habe echt Probleme, sie einzusammeln. 9 noch. Nein, ich will deine Zähne und das da. Wer hat hier gerade einen? Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ja. Ja, ist dir recht. Jetzt kriege ich noch bessere Beute. Und hier liegen noch mehr Zähne. Wann hast du die denn gesammelt? So, 5 fehlen noch. Hier sind auch nochmal 5, ne? Kannst du Seite ausweichen? Das hilft dir nicht. Wie kriegt man besser Zähne, als ihn mit der Axt ins Gesicht zu prügeln? Gar nicht. Vernichtung von oben. Passt schon.
meine Feinde zu töten. Ich hätte noch mal ein paar extra Zähne. Ausgezeichnet! Weißt du was? Du bist bereit für die Oberliga. Wie so häufig ist das Tier mit den meisten Zähnen auch das gefährlichste. Du hast komische Vorstellung, was du haben willst. Ein Drache? Oh, oh, ich weiß es. Die Fraktalzahn-Himmelsraptoren von Alhonga 3. Falsch! Es sind... Seewarge! Nein! Was für ein Ding? Niemals! Auf gar keinen Fall! Willst du frech werden? Ich... Ja? Hör mal, es gibt auch Grenzen. Gehen wir wirklich den ganzen Weg zum Meer, nur um gegen Seewarge zu kämpfen? Was kommt als nächstes? Riesenkiefer-Bullenschlangen aus dem Reich der Laster? Wo hört es auf? Lass uns mit dem Kerl reden und aufhören. Weißt du was? Du willst der Bankermaster sein und mich aus dem Flow reißen, Valentine? Na schön. Vergesst einfach die Seewaage. Die Zahnfee ruft euch, um eure perlweiße Beute abzuliefern. Ja, endlich. Ah, schon okay. Bring mir einfach, was du hast. Ja, mich hätte das halt auch genervt. Ich habe viele Zähne für dich. Reichlich. Genug. Die Seewarg-Zähne hätten noch mal richtig was gebracht. Aber das passt schon. Tanitina wollte einfach nur, dass wir ewig lang Zähne sammeln. Echt? Also Zahnfee, großer Fan. Aber welche Macht haben diese gesammelten Zähne? Das interessiert mich auch. Du, es ist so ermutigend, jemanden zu treffen, der neugierig auf die lokale Kultur ist. Leg die Zähne in meine Truhe und sieh einfach selbst. Okay. Wir sind dabei, reich zu werden. Ich kann es fühlen. Jetzt zu den magischen Worten, Kindchen. Ich schaue. Das klingt eher wie ein Anfall. Hallo? Nun, wenn du bereit für deine Belohnung bist, öffne die Truhe erneut und sieh, welche Schatz. Ich habe einen schlechten Vibe dazu, was da jetzt sein könnte. Na, du bist doch die alte, dunkle Zauberer gibt vor, eine Zahnfee zu sein, um in Wahrheit einen Imitator zu beschwören. Mach schon eingefallen, die Zahnfee gibt es nicht mal. Oh Gott, hat der viel Leben. Wir sind ein tödliches Pärchen. Ja, es war doch irgendwie klar. Warum sollte das für mich arbeiten, diese Zahnfee? Mykologische Kriegsführung. Imitator vernichtet. Jetzt die Zahnfee vernichten. Seht es, wenn ich die Karis-Dinger umbringe? Ja. Ich lass die Dinger leben. Die hätten nämlich echt viel aus, die blöde Zahnfee. Kann ich mich wenigstens an denen hochbeleben. Mein Petgefährt ist down. Aus dem Weg. Verzieh durch. Ich kann euch hier nicht gebrauchen, ihr scheiß Dinger. Böse Zahnfee, böse. Was macht man doch nicht? Mann! Wie viel hält das Scheißding denn aus? Los jetzt! Diese Feinde werden sich nicht von allein kompostieren. Einfach draufschießen, das passt schon. Komm! Ich bin gerade am Sterben. Also ja, hab vermisst. Ist das ein Konterzauber oder warum macht er das die ganze Zeit? Ich habe das Gefühl, mein Pilzgefährte verreckt hier gerade wieder. Jetzt bin ich am Verrecken. Ich will ihn doch nur wiederbeleben. Ich schon mehr.
Lass mich meinen Gefährten wiederbeleben, du Drecksack. Danke. Und fall um. Na los, Valentine. Die haben wir zu Tode gepupst. Was? Ich behalte es einfach für mich. Und hebe es für einen verregneten Tag auf. Du spielst also auf Zeit, hm? Ja, hab das von einem Kerl, den ich kenne. Gab sich als Zahnfee aus, um geldgierige Abenteurer in eine Falle zu locken, die sie sich selbst eingebrockt haben. Ja nun, zumindest wissen wir... Ich war nicht dran schuld. Ich mag euch. Ihr seid so lustig. Ja, ich mag Danny auch. Also Danny Diener. So was kann ich wegwerfen. Ich brauch Geld. Was von euch ist nichts wert? So, das nehme ich mit. Was von euch ist nochmal richtig gut was wert? Gar nichts. Einmal kurz Karte, wo kann ich das ganze Zeug verkaufen? Ich habe Inventar voll. Direkt hier vorne könnte ich. Na gut, dann muss ich wenigstens nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Geld, 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 Geld. Ich brauche Geld, Geld, Geld. Laufe ich richtig? Wenn ich in die Richtung laufe, ja. Bitte nicht aufstehen, meine Pilzfreunde. Ich weiß, ich bin so gesehen euer Herr und Gebieter. Aber ihr müsst nicht für mich aufstehen. So. Jetzt kann ich endlich mein Inventar loswerden. Nee, nicht das. Ich will das hier markieren. Eventuell bringt mir das noch was. So. Ich habe nämlich noch keinen guten Giftzauber und keinen guten Feuerzauber. Oh, was ist denn das für ein Scharfschützengewehr? Muss ich gleich mal kurz vergleichen. So, die hier nutze ich gerade, oder? Nee. Ich muss das mit der vergleichen, die ich gerade anhabe. Der da. Okay, wesentlich mehr Schaden und eine höhere Magazingröße. Einmal kurz ausprobieren. Oh, und der Zoom ist geil. Man trifft alles, nur nicht den Punkt, den man anvisiert hat. Sehr interessant. Wie ist es, wenn ich jetzt nicht reinzoome? Fliegt genauso ungenau. Na gut, könnte aber trotzdem recht strong sein. Muss ich halt ein bisschen runterziehen, dann passt das schon. Ich bin auf Inventar nicht im Kauf. So, das kann weg. Ich muss den ganzen Müll mal loswerden. Der wirkt so, als ob es ihn erregt, dass ich ihm das ganze Zeug verkaufe. So, wer von euch ist der Waffenhändler? Ich brauche dringend eine Eiswaffe. Du bist nur so gut wie deine Klinge. Es ist ein besserer Raketenwerfer, oder? Das ist vom Schaden her ein besserer Raketenwerfer. Ich vergleich gerade komplett. Er würde sich lohnen, aber der Preis einfach das Doppelte von dem, was ich habe. Warum ist sie keine gute Eiswaffe? Wenigstens noch gucken hierfür. Und Müll. So. Wir haben noch zwei Missionen hier zu erfüllen. Einmal finde König Archer. Der ist direkt hier um die Ecke. In dem Gebiet, was ich eh noch erkunden will. Ich habe gesagt, ihr sollt nicht aufstehen.
Okay, damit trifft man richtig gut. Habt kein Mitleid mit denen, die bereits verloren waren. Das Scharfschützengewehr gefällt mir. Böse Pilze. Ich bin euer Herr und Meister, ihr dürft mich nicht angreifen. Ich sollte mir so eine Regel machen. Ab sofort nur das mitnehmen, was mindestens grün ist. Weil der Rest ist Müll. So, wo ist der König? Ich bitte um eine Audienz. Man trifft echt viel damit. Böse. So, wo ist der König? Was habe ich denn da noch angezettelt? Oh, da ist dieser Graf, den ich gleich auch noch umbringen muss. Oh, König dieses sterblichen Reichs. Ich bringe eine Vorladung nur für... Das ist kein sterbliches Reich, das ist ein Untotenreich. Du wagst es, meinen Hof zu betreten und mich vorzuladen? Mich, König Archer, Herr des Reichs und Gebieter über diese hölzernen Hallen? Ja. Gut. Was auch immer deine Aufgabe sein mag, ich nehme sie an. Aber wir müssen uns an das königliche Protokoll halten. Darum sage noch schnell, was du zu sagen hast. Aua! Also, vom Prinzip her kann man damit nicht verfehlen. Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig ist. Hat funktioniert. Denn obwohl seine schwachen, dudeligen Arme im Vergleich zu meinen schwerenden Kolben mehr blassen, muss er seinen verwirrten Hintern herschwingen, um extra Kaliber für mich aus diesem Felsen zu ziehen. Ja, ich würde danach auch nicht losrennen. Ich hätte mich danach auch nicht bewegt. Genau so macht man es nicht, Clappy. Der hat die Ritter der Tafelrunde gerufen. Das ist toll gemacht, Clappy. Dann habe ich Stress ohne Ende. Clappy, halt die Klappe. Ganz ehrlich, Clappy, wenn du nicht geredet hättest, das hätte die Situation schon um 90% besser gemacht. Ich hätte dich danach auch in Stücke gehauen, nach der Ansage. Oh, dass ich hier eigentlich gerade überhaupt oben mal eben kurz so lang zu klettern, ist für mich hier überhaupt irgendwas mit drin? Ich will einen Würfel dafür. Aber scheinbar kriege ich nichts. Einfach mal gucken, eventuell auf der Seite. Nö. Doch! Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Der Zufallsgenerator, der mag mich mittlerweile. Toll, Spiel verbuggt. Jetzt habe ich durchgehend dieses Nebensymbol, obwohl da nichts ist. Okay, Claptrap.
Wie wär's, wenn du mir mal nicht den Tag versaust? Zur Abwechslung. Pilzmiasma! Deine Brutalität gefällt mir, Kleiner. Ich nehme das da mal, ne? Hab ich. Und tschüss. Mann, in den Legenden klang das Ganze viel schwieriger. Wie dem auch sei, wirf mir den bösen Buben auf den Rücken. Zeit, den hölzernen Schrott durch die neue Schönheit zu ersetzen. Ciao, Clip-Clip. Er ist zu schnell. Hey, ich hab mehr als toll gefunden. Knappe zu mir. Unsere Mission geht weiter. Wo ist er gelandet? Der war auf einmal mit Überschalltempo weg. So, ich wollte hier noch welche umbringen, ne? Da war ja was. Erstmal die hier umnieten. Böse Pilze, böse. Ich hab den Grafen erzürnt. Nein! Magie wurde soeben wieder auf die Karte gesetzt. Natürlich, seine Augen. Was auch sonst? Das war mir natürlich klar. Ich habe es mit der Lupenbrille meiner kleinen Schwester versucht, mit der sie ihre Puppen bemalt. Böse. So, und der Tyrann, der ist auch direkt in der Nähe. Mom ist immer auf ihrer Seite. Oh, ich hasse sie! Man hört's. Und noch ein Glückswürfel. Oh, aua, 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 aua! Wäre ich nicht angehalten, ne? Oh, den kann ich doch direkt von hier unten anschießen. Dann kommt er eventuell runter. So kann man auch kämpfen. Warte mal. Ich kann ja noch eben kurz... Kann ich mir die überhaupt schon nehmen? Nee. Fähigkeitsschaden mal bitte höher. So, jetzt kann ich's. Ich muss hoch. Ich vergesse es jedes Mal, ne? So, dann hauen wir den jetzt auch noch eben kurz auf die Mütze. Mann, war das easy. So, und da muss ich hin, ne? Tyrann meint übrigens das Hirn eines Tyrannen. Und ja, das wusste ich natürlich. Ich habe es mit einer passiv-aggressiven Notiz meiner Mama versucht. Und wo wir gerade von Tyrannen reden... Ich hasse sie! Du scheinst alle benötigten Reagenzien zu... Ja. Komm zu mir zurück! Ich muss diesen Opfern zeigen, wie Metal Plague Red Apocalypse wirklich ist. Gut. Ihr seid beide nicht wirklich Metal wahrscheinlich. Deine Reagenzien. Wirf sie rein, damit ich meine schwarze Magie wirken kann und so. Okay. Tritt lieber zurück. Du bist sicher nicht bereit für den krassen Metal-Scheiß, den ich jetzt machen werde. Auch eine Ballade? Es geht mit einem total kranken Solo los. Ihr steigt dann einfach danach ein, okay? Du bist nicht nur schlecht. Solange du bei mir bist, kann ich alle Ausdünstungen auf... Der eine streikt. Seht ihr das? Seht ihr, wie verdammt Metal... Er hat sich selbst getötet. Ich kenne mich zwar mit dem Metal-Kram nicht richtig aus, aber ich schätze, die andere Band hat gewonnen. Ja.
Also, was war da los? Die Zauberei lief eigentlich ganz gut, bis sie alle verbrannt wurden. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wir sind offiziell die... Ja, die andere Band hat sich ja selbst verbrannt. Wir sind so Metal. So unfassbar Metal. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Die krasseste von allen. Ich gebe dir jetzt deine Belohnung. Oh, das klingt nett. Für deinen Dienst im Namen der krassesten Metalband der Welt gewähre ich dir die ultimative Belohnung. Ich will aber kein Menschenopfer sein. Menschenopfer für unseren Dämonengott Zygaxis sein. Mit dämonischem Zorn in ihren Augen auf dich zu. Ah ja, klar. Bei Jesu, was für ein Klar. Es war so logisch, dass sie Krieg wollen. Da fliegt ein Kopf nach dem anderen. Besiegt. Sie wirken so nett. Wirken sie wirklich? Jetzt hast du es geschafft. Ohne einen Körper, von dem ich Besitz ergreifen kann, kann ich auch kein dämonisches Chaos anrichten. Hallo, Zygaxis. Sieht aus wie ein ganz normaler Kobold. Du bist sicher Zygaxis. Tut mir leid, aber es hieß sie oder ich. Du hast recht. Es war nicht deine Schuld. Ich schätze, du wolltest nur helfen. Ich werde dich für... Und was will der jetzt schon wieder? Aber zuvor musst du mir noch einen Gefallen tun. Okay, so läuft's. Ich brauche einen neuen Körper. Mir zu helfen ist das Mindeste, was du tun kannst. Okay. Ich wollte ihnen nur helfen. Aber dann haben sie versucht, mich zu opfern. Also war es Zeit zu morden. Ja... Das passiert hier öfter. Zuerst müssen wir das schattengeborene Grimoire finden, damit du meinen wahren Namen aufsagen kannst. Komm nach Prachthof. Und er teleportiert sich mit einem dämonisch-magischen Puff davon. Warte! Okay. Ziggylein! Er ist schon weg. Wieso sagt er uns nicht einfach seinen wahren Namen? So machen Dämonen das nun mal nicht. Fred, ist doch so, oder? Dämonen machen das in der Tat nicht so. Ja, das ist ganz normal so. Warum sollte der Dämon uns auch seinen Namen sagen? So, den muss ich bei dem komischen Tor antreffen. Sag mal, warum bin ich nicht so schlau? Und wenn ich schon dort bin, dass ich einfach direkt mein Inventar wieder leer. Nachdem ich den Glückswürfel da oben eingesammelt habe. Der Glücksfaktor steigt. Der steigt richtig gut. Ist irgendwas runtergefallen? Nö. Okay, dann kann ich eigentlich auch den ganzen Kram hier eben kurz einmal einsammeln. Und gleich mitverkaufen. Weil Geld ist essentiell. So, Gold kann eingesammelt werden. Ich wollte erst sagen, Geld kann eingesammelt werden. Oh. Den nutze ich gleich mal kurz im Vergleich. Das sollte ich erstmal noch behalten. Okay, das eine hatte ich offenbar noch nicht, das auch noch nicht. Einmal kurz Vergleich. Mit denen, den ich selber nutze. Nee. Das Reich dankt dir für deine Unterstützung. Hä? Habe ich jetzt gerade was verkauft? Ich habe gerade was gekauft, oder? Ich wollte doch gar nichts kaufen.
Okay, bei Werwins Tor mit Claptrap treffen. Steht auf in dem Plan als nächstes. Wo ist sein Tor? Ach, direkt hier vorne. Klippi, ich komme. Nicht hau ich dir auf die kleine Klippi-Nase. Hallo, Claptrap. Weiß ich schon nicht, ich kann kein Elbisch. Was ist das elbische Wort für Freund? Ich kenne Wörter in 100 Sprachen, mit denen ich meine Feinde ärgern kann. Freund gehört nicht dazu. War ja klar. Gut. Marvin, ich bin es, Sir Claptrap, der mächtigste aller Helden. Ich komme mit extra Kaliber, also mach auf! Tritt ein. Marvin ist echt nett. Verdient gar keinen Respekt, tatsächlich. Man muss mich erinnern, Eiswaffe nicht verkaufen, weil ich meine kriege. Nach der Lochzaubernate, was? Beweise, dass du ihrer Macht würdig bist, indem du meine Schüler besiegst. Ich bin dein Herr, nicht umgekehrt. Ich werde dich heimsuchen, wenn ich kann. Der Troll, der ist wahrscheinlich wirklich badass. So, erstmal natürlich die Rüstung runter. Komm. Läuft doch. Und weg ist der Troll. Doch nicht. Jetzt ist er weg. Du bist eine Plage, nicht wahr? War ein kleiner Zwerg, der wollte was von mir. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Endlich. Das war doch nicht magisch. Der Lochzaubernate würdig ist. Darf ich sie haben? Stark, ja. Aber nur jemand, der wahre Weisheit besitzt, okay, ich also nicht. Ist in der Lage, ihre große und schreckliche Macht zu nutzen. Du musst mein Rätsel lösen oder sterben. Welches Rätsel? Wenn du die Zerstörung in deiner Hand halten willst, musst du die List durchschauen, um Freund von Feind zu unterscheiden. Welcher ist der echte Merwin? Dem echten Merwin. Und die Lochzaubernate gehört dir. Oh, das ist leicht. Wähle den, der da drüben steht. Sieh ihn dir nur an, wie er so selbstgefällig dasteht. Der verheimlicht definitiv etwas. Wetten, das ist der Falsche. Wer steht am weitesten weg? Der da hinten. Ah, okay. Ich muss sogar nach Claptrap 2 vertanzen. Okay, ich darf nicht selbst entscheiden. Mit der Macht von extra Kaliber ist es mir ein leichtes, meinen ahnungslosen Knappen zu retten. Zeit, einen Fluchtweg zu finden. Sag mir, dass du mich wieder nach oben porten kannst. Oh. Nein, ich hab was zu tun. Ich muss da runter. Was? Du bist zurück? Wie hartnäckig. Nun gut, wenn du es beim zweiten Versuch hinbekommst, ist das auch okay. Und ich überlasse dir die Lochzaubernate. Aber nicht schummeln. Was ich natürlich meinte, war dieser Typ da drüben. Der ist es. Ich kann es in meinem Schatz spüren. So, jetzt kann ich hoch.
So, Clappy, wen hast du jetzt auserkoren? Den da, okay, ich darf nochmal runterfallen. Betritt das Portal, okay. Danke, Claptrap. Warum hören wir überhaupt auf Claptrap? Wo bin ich denn gelandet? Ich bin in PC gelandet. Und schon wieder unten. Ich habe dir sogar zwei Chancen gelassen und du hast es immer noch falsch gemacht. Es ja, ich vertraue auf Claptrap. Du nicht in der Lage bist, die großartige Macht der Lochzaubernate zu benutzen. Jetzt musst du den Preis für dein Versagen zahlen. Jetzt muss ich gegen Merwin kämpfen, was eigentlich sogar von vornherein irgendwie klar war. Das passiert, wenn man auf Claptrap hört. Dann ist sowas normal. Ich war so klar, einfach nicht auf Claptrap hören. Dann läuft das Leben wunderbar. Merwin, umfallen. Okay, das Ding ist, ich wäre auch falsch gewesen. Das war der hinten in der Ecke. Der linke. Töte Merwins. Okay, dafür habe ich mein Leben riskiert, um hier reinzukommen. Hat sich ja wunderbar gelohnt. Komm hierher, mein nobler Knappe. Ich muss ein Wörtchen mit dir reden. Wie kacke du bist. Hoffentlich war die Lochzaubernate es wert. So, wo ist sie denn? Das ist ein Feuerzauber. Und das ist noch nicht mal ein guter. Ich habe noch eine Mission zu erfüllen. Ich guck mal kurz, habe ich jetzt hier wirklich alles erkundet? Ja. Ich teleportiere mich einfach mal nach Prachthof. Mir fällt jetzt erst auf, dass der Turm vom Schloss schief steht. Da bist du ja. Ich schmecke deine Präsenz. Sie ist irgendwie salzig mit einem Hauch Moschus. Ja, so ungefähr. Das ist genau mein Geruch. Wir haben zu tun. Wundersame Wahl für wackere Wackel.
Warte mal. Nach Seltenheit, bitte. Nein, ist leider nicht für den Pilz-Dude. So, das kann ich nicht verkaufen, weil das hatte ich offenbar noch nicht. Innere Dämonen. Wo ist Zygaxis genau? Da hinten. Okay, einfach in die Richtung straight. Dann hätten wir wenigstens alles von dem Wald abgeschlossen. Zygaxis, mein Dämon, ich komme. Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also wirst du mir helfen, ein... Wahrscheinlich in dem kleinen Gebiet hier, ne? ...neun zu finden. Hör zu. In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Okay, einfach nur da rein und das Grimoire holen. Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Klingt nach Spaß. Aber wie mache ich das? Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Ja. Öffne es. Ach, jetzt kann ich es öffnen, oder wie? Wusstest du das schon im Vorfeld? Ja, ja, das stimmt. Hör zu. Ich kann das Ding öffnen, aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also durch dich. Aber dafür bist du ein wenig zu rein. Ich könnte dich nicht... Oh, keine Sorge, das kriege ich schnell hin. Was ich nicht will. Gute Menschen sind... Warte. Eklig. Ja, ich schlag mir den Pitzgefährten. Bewohner der Stadt um ihr Geld betrügen. Das wird lustig. Und wie soll ich das machen? Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun, wie, uns vordrängeln? Zygaxis denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen, wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Leider nicht an die Tür kommen, weil ich menschliche Kontakte verabscheue. Okay, da sind wir schon mal zu R2. Was willst du? Beeilung! Ich bin ein äußerst wichtiger und beschäftigter. Ist egal, was ich mache, ne? Ich sammle hier Spenden. Spenden? Ich glaube, da will mir einer auf die Nase geben. Spiel einen Streich, das klingt nach meiner Kragenweite. Darauf kann man sich einigen. Ich muss ans Ende der Stadt dafür, oder? Muss ich Ewigkeiten laufen? Oder kann ich hier einfach irgendwem einen Streich spielen? Keine dämonischen Symbole zu. Hast du jetzt aber. Jemand will mehr. Die Bösen ruhen nie. Du gehörst zu den Armen. So, seine Mission habe ich schon mal angenommen. Die Kundschafter melden mehrere Lager in der Nähe. Du musst sie dem Erdboden gleich machen, bevor sie zu einem weiteren... Kann ich ihm irgendwie einen Streich spielen? Um Himmels Willen. Wo habe ich meinen neuen Echo-Ohrflaschenöffner? Ich kann ihm einen Streich spielen. Mit dem Furzkissen. Aua! Moment! Das war ich nicht! Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwenden, oder? Böse! Ich war das nicht! Jetzt verprüge ich Stadtwachen! Steig hinab in die Finsternis!
unbewusstes Furzen anging, da ihm bewusst war, dass er der Schande seines neuen Spitznamens nie entkommen würde, packte er seine Sachen. Toll! Ich habe jemanden zutiefst gedemütigt. Mission erfüllt! Vermutlich von Kobolden gefressen. Oder sowas. War ich nicht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Zum Abschluss musste für mich diese nervigen Liebenden finden, die sich immer neue lächerliche Kosen. Nein! Und sie abmurksen! Okay, das ist eine Idee. Aber könnten wir nicht stattdessen ein Betreten des Rasens Verbotenschild ignorieren? Ja? Ja? Echt jetzt? Ich will keine Liebenden umnieten. Egal, Mann. So, wo ist der Rasen? Da ist die Liebenden 100 Pro. Wo ist der Rasen? Beides in derselben Richtung ungefähr. Hauptsache, ich bringe keine Liebenden um. Also ja, manche Verliebte geben mir auch manchmal auf den Keks, wenn das zu offen ist. Hey, das Betreten des Rasens ist verboten. Du kannst mich mal. Oh. War das? Ich wollte doch nur, dass eine Person meine Autorität anerkennt. Aber ich kann nicht mal ein Stück Rasen beschützen. Das ist der falsche Job für mich. Habe ich gut gemacht. Das ist der falsche Job für mich. Ich schätze, du hast prinzipiell etwas Böses getan. Selbst wenn es nicht so böse war. Aber es zählt trotzdem. Irgendwie. Perfekt. Der Wachmann hat sein Leben überdacht und die Stadtwache verlassen. Schließlich starb er bei einem tödlichen Unfall mit... Also egal, was man wählt, es stirbt irgendwer. Weil er Jongleur geworden war, mit Schwertern. Perfekt. Oh, der arme Kerl. Nun, du hast mich enttäuscht. Aber du hast versucht, böse zu sein. Jetzt werde ich dämonische Kräfte erhalten. Ja! Endlich. Komm zu mir zurück, damit wir das Tor öffnen können. Ja, bin doch schon längst da. Dann mal los. Öffne deine Herzseele der Finsternis. Jetzt hast du einen neuen Körper. Mein. Ma Nagitomia. Die Sparte Garginoth. Ich bin besorgt, aber aufgeregt. Ich wusste, dass da nicht viel Platz ist. Mir wird übel. Reiß dich zusammen. Okay. Wehre dich im Tor. Hab ich schon getan. Na los, sieh's dir an. Hab ich jetzt generell hier Dämonenkräfte? Ein paar Kultisten, ja. Ich hab Sunnys Club gefunden. Du bist nur verbittert. Oh, mein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass du auch ein Idiot bist. Hätte ich einfach von hier reingekonnt, im Ernst? Geheimgänge haben gerne mal geheime Schalter. Es muss einer in der Nähe versteckt sein. Wofür überhaupt durch das Tor, wenn ich da eh easy durchkomme? Ernst gemeinte Frage. Noch kurz gucken, ist hier irgendwo ein Würfel für mich versteckt? Nee. Wo könnte der Schalter bloß sein? Finde den versteckten Schalter. Wetten direkt daneben. Wow, irre gut versteckt. Auch wenn ich ihn nicht sofort gesehen habe. Auch wenn die Katakomben, ja. Wirkt mehr wie eine Kirche. Eine Kirche für das alte, gute, wie hieß es nochmal, für den Erschgaul. Und natürlich hat sich Tiny Tina hier selber verewigt.
Was denn auch sonst? Das überrascht mich ehrlich gesagt wirklich nicht. Da ist ein Würfel. Direkt über mir. Ist das eine Eiswaffe? Nee. Oh, eine Eiswaffe mal. Danke für einen weiteren Würfel. Mehr Glück für dich, Mamacita. Ja. Ich bin so schon ein Pechvogel. Das ist interessant anzuhören. Sofort aufhören! Wer wagt es, unsere finsteren Machenschaften zu stören? Keine Sorge, ich mach schon. Ich bin der Schreckensgott Zygaxis. Hallo. Mit meinem körperlichen Gefäß hier, das schattengeborene Grimoire. Oder ich werde die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen. Um eure unwürdigen Körper auszuweiden. Fordert mich nicht heraus. Der Wunsch ist erfüllt worden. Nein, das werde ich nicht tun. Zum einen glaube ich dir nicht. Zum anderen hat hier schon mal jemand von... Ja, ich. ...Gaxis gehört? ich schon. Ja, ich auch. Zu den Waffen! Das war klar. Ihr habt euer Schicksal besiegelt. Ihr wolltet easy. Der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbei. Wo kommen die Zombies her? Na gut, Zombies haben Fleisch, das brennen kann, ne? Ich beneide dich nicht. Die Kultisten kämpfen gegen die Zombies? Volle Zauberkraft. Okay. Ich dachte, die wären auf derselben Seite, aber nein. Dann sollen sie sich ja gegenseitig verprügeln. Wo soll ich mich da einmischen? Weniger Arbeit für mich. Töte alles und je. Katastrophe auf mein Geheiß. So, noch mein Babysturm. Wie Kultisten sind hier denn? Oh, die lebt noch? Ich dachte, die wäre schon tot. Ich sollte auch Feuerwaffen gegen die nutzen, ne? Wo ist die jetzt hingeflüchtet? Der König der Untoten? Was war eigentlich für ein Gerücht? Ja, wirft den Schwert nach mir. Irgendwann triffst du auch. Ich hätte viel lieber dieses riesige Schwert. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Hätte doch eine riesen Reichweite. So, da ist das Grimoire. Nicht 666? Besten Seite im Buch. Xa Fulgrock. Hübscher Name. Das bin ich, Baby! Ah. Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt. Sehen wir uns diese traurigen Bastarde in den Käfigen an, um einen passenden Wirt... Der sieht nicht so traurig aus. ...selbst zu finden. Ich dachte, sie würden mich opfern. Bist du hier, um mich zu befreien? Vielleicht, aber zuerst sprich mir nach. Xafulgrok, Nestat, Interidum, Monoka. Kann ich nicht. Okay.
Sicher! Ixal Fugrok, Nestat, Interedum, Monokar. Perfektion! Jetzt muss ich nur... Moment. Dieses Weib ist schon besetzt. Hallo. Jixaden, bist du das? Zygaxis, ich dachte schon, deinen typischen Aas- und Rosenduft gerochen zu haben. Oh Mann, tut mir leid. Hätte fast versucht, deinen Wirtskörper zu übernehmen. Wir sollten uns endlich mal wieder in Ruhe und... Schön, dass die Dämonen sich absprechen. Ja, treffen wir uns beim nächsten Erntemond im düsteren Schlummer der Geister. Ho, 800 ist das da wert. Irgendwann drücke ich die richtige Taste. So, bist du auch schon besessen? Hey, willst du mich befreien oder was? Kommt drauf an. Sprich mir nach. Einfach schon mal den nächsten angucken. Wahrscheinlich der da, ne? Ixafulgrok Nestat. Moment mal. Willst du von mir Besitz ergreifen oder sowas? Wäre das denn so schlimm? Genau genommen klingt das spannend. Ich bin dabei. Ixafulgrok Nestat Interedum Monokar. Also, Avaxin, bist du bereit, meine Essenz in dich aufzunehmen? Wenn sie ihn interessiert. Kumpel, komm rein. Wunderbar. Ihm macht's ja Spaß. Gern geschehen. Als dein demütiger Diener kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden. Braver Junge! Du läufst sehr merkwürdig. Wir sehen uns bestimmt wieder! Der andere wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen. Du bist gar kein so übler Kerl. Also für einen unheiligen Dämon. Ja, war eigentlich ganz nett, der Kerl. Ich nehme das, dass mein Gefährte mir Schaden macht. Und natürlich denke ich auch irgendwann mal hier dran. Kritischer Schaden mal erhöhen, ne? Okay. Ich wandere jetzt hier noch raus. Lasse den hier hinten hoffentlich noch frei. Falls ich darf. Guten Tag. Außer du hast Schändliches vor. Kann ja immer sein. Kann ich die nicht freilassen? Sind die verdammt hier unten zu verweilen? Scheint zumindest so. Naja, ich wandere jetzt hier raus. Obwohl, warum will ich rauswandern? Ich kann doch auch einmal den hier machen. Ach, ich habe mich in die Overworld teleportiert. Na gut, passt auch. Ja. Ich beende es dann hier jetzt für heute. Ich hoffe, jeder hatte Spaß. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch. Und man sieht sich dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!